Welcome back, Friends, zum letzten oder vorletzten Resi 4 Remake Video, also Story Video zumindest. Wir werden das DLC ja wahrscheinlich noch spielen. Wo mir einfällt, Marvel Midnight Suns müssen wir das DLC auch noch spielen. Da ist jetzt der Dings gekommen, aber das hat hier jetzt nichts zu suchen. Wir wollen jetzt erstmal hier weiter vorankommen. Und ja, ihr wisst, dort wo wir zuletzt aufgehört haben, machen wir jetzt weiter. Ashley. Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Sieht aus, als hätte ein Kind gemalt. Ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Methode zur Entfernung der Plage. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von seinem Plager zu befreien. Injektion von Antigen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mithilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist er endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Man allerdings bedenkt, dass was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als eine Lösung betrachten. Alter, Umbrella-Logo. Dream Team. Das Dream Team vom europäischen Abo 6. Und das erinnert uns der Tri-Sales-Chefin aus Resi 5. Settlers Absichten. Er glaubt, dass die Plagerner ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle, wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag. Eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner allgemeinen Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Kein Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Der Bernstein. Diese Probe, die ich dem Bernstein nenne, hat einfach im Lager herumgelegen und Staub gesammelt. Ja,
hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dies einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, um der Welt willen. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. E-Mails betreff unsere Abmachung von Luis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen und Zeit wie besprochen. Nur nochmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Von AW Albert Wesker. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unser Code weißt du doch noch, oder? Luis, entspann dich. Ich hab ihn nicht vergessen und mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Mag ist egal. Hab schon um einiges ungemütlicher geschlafen. Dass das Ding überhaupt hochgefahren ist. Ah, Jona hätte das so zum Löwen gebracht. Mr. Dr. DJ Johnson. So, haben wir alles hier im Labor, wa? So, wir müssen ja quasi hier raus jetzt. Moment, erst die Schätze holen. Der eine Schatz ist oben, der andere ist. Sieh mal, wie wär's, wenn wir die nehmen? Nö. Echt jetzt? Man kommt mal nicht ins Heiligtum zurück? Oh ja, muss man doch. Man muss doch irgendwie an den scheiß Schatz rankommen, oder? Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Ist schon richtig geübt. Ja. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Also wenn die... Wenn die Loot-Sammelei so weitergeht, dann wären das doch zwei Finale-Videos. Aber wir lassen uns mal überraschen. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Teddy hat gesagt, Kapitel 15 haben wir, Kapitel 16. Nachdem ihr Settler rennt Ashley zu dem Boot, nachdem ihr gesprungen seid, zu mir. Mich an der Tür überrascht hat, seid ihr in der Halle, wo eine Menge zu mir. Rechts, die Kabinen. Alles klar. Wie ist hier
sieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Du scheinst sie gut zu kennen. Nee, laut Krabbe ist das die unten. Okay. Scheiße, Alter. Junge. Müssen wir wieder Schachkrieger spielen? Illuminatus Anhänger. Monolith allen Ursprungs. Tief unter Burg habe ich meinen Glauben entdeckt. Seht die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Sadler. Okay, Bro. Illuminatus, letztes Kapitel. Preiset die heiligen Insekten. Uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet sich nicht. Vieh, Fisch oder Vogel. Jede Kreatur sei gleichermaßen gesehen. Preiset die heiligen Insekten. Wir sind die demütigen Diener Gottes. Seine Weisheit überwindet. Deine Allmacht überquert jeden See, das Licht des Himmels wohnt allem inne, lasst uns die Leiber der Boden sein, auf dem alles gedeiht. Die Preis der heiligen Insekten, wir sind die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Ein jeder wird sie hören, schließlich wird es mehr von uns geben, als Sterne am Firmament leuchten. Osmund Sadler. So. Ashley, kannst du bitte nicht so keuchen, als würden wir gerade was anderes machen? Danke. Das ist wirklich, aber auch immer. Nee, warte mal, haha. Wir hätten das drüben auch gemusst. La 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 la. Hey, warte, Leon! Nee. Halt dein Maul, wir sind dran, dein Untergang. Geh in Rente, alter Mann. Schießpulver-Loot fast vergessen. Ja. Ne, es war da vorne auf der Karte, okay. Ich lerne es aber auch nicht.
Es ist wirklich, ne? Sag mal, Teddy, siehst du die eigentlich immer? Du bist ja quasi das Laserauge von uns. Was hat die gerade gesagt? Hallo? So, letzte Kiste, jetzt müsste Trophy kommen. Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Insel Schatzrat verzeichneten Schätze. So, das sieht auch gut aus mit den Trophys. 15 Minuten. Naja. Ja, nice. Des einen Knarre, des anderen Leibänder. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Deine Waffe, geh sorgfältig damit um, okay? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Nee, ich würde mir sagen, dass wir was kaufen müssen. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Ja, falls nichts funktioniert. Leben retten? Na dann, wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Was ist der rote Koffer? Willkommen. Da lässt mich mal rotes Kraut finden. Die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Na, hier? So, Aufträge haben wir natürlich auch alle erledigt. Ah, okay. Also, alle im gesamten Spiel, ne? Na, AC? ABC? Ich hab nur. Mein Englisch Searching dort. Gottesfurcht geht in, ne? So, muss ich noch irgendwas upgraden? Nö, eigentlich nicht. Hi, Adapt Spoy auch wieder am Start hier. Correctly everybody. Verlieren sorgfältig, also. Ne? Ja, ich hab nichts zurück mitzunehmen. So, eigentlich haben wir nochmal. Nochmal am Start, Teddy Simscott. Dann auf zum Boss. Zum Finale, vermeintlichen. Leon, sieh nur! Ist das nicht? Da hängt sie, der Eltern. Denkt wohl, so lockt er mich zu sich. Na, schafft er doch, oder nicht? Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Final fight. Hey da!
Schleife! Schmidt! Das Privileg 1! Mit uns zu werden! Erklärung! Vergebung! Da war alles groß, Mann. Doch ist es nicht der Sünder, der die Erlösung am nötigsten hat? Ja, wir haben genug Heilzeug am Schlüssel, Mann. Ist Knie nieder vor deinem Vater. Törichtes Kind. Oh, was macht er jetzt? Tief in den Herzen weißt du diese Wahrheit. Die Enten wollen Kriege, Schmerz und die Menschen verschließen. Scheiße, was machen sie für eine Granate, Mann? Den Blut an ihr Knecht. Selbst jetzt. Die Menschen dieser Welt werden wie wir eine Kartoffel. Mit einem gemeinsamen Willen und einem Gott. Wir werden. Hä? Wie eine Kartoffel? Ja, definitiv. Man nennt ihn auch den die Aiming-Kartoffel. Ich wollte gerade sagen, hast du gesehen, wie gottesfürchtig ich das gemacht habe? Kunde! Gut sind alle. Sehr gut. So. Ach so, warte mal. Schnellzugriff. So, herstellen. Die Seele meines herstellen. Ich glaube, Magnum Munition macht da fast am meisten Sinn, hä? Weißt du, wo sind wir jetzt eher am Schlüssel, Mann, ist hä? Sind wir jetzt eh die Kings unter der Sonne. Das ist ja für einen Final Fight gedacht hier, die Knochen. Die ist ja wie gemacht für mein Age. Mal Munition fallen oder so? Kind, erzürne deinen Vater nicht. Oh, hi, was geht? Gott
Ich hatte nur so ein. Echt jetzt? Also ich hatte mir das irgendwie leichter vorgestellt mit der Magnum. Finde ich jetzt nicht so nice irgendwie gerade. Welch gotteslästerliche Schändung! Welch unverzeihliche Ketzerei! Doch ist es nicht der Sünder, der die Erlösung am nötigsten hat? Knie nieder vor deinem Vater, törichtes Kind, und er wird dich erneut zu den Heiligen. Vor allem, dass der Oma einfach dann ausweichen würde, es ist doch wieder gottlos. Ey. Ist so zum Kotzen, Mann. Ich auch ganz nicht. Oh, was ist denn das, Mann? Das ist zum Kotzen. Dieser Stricher, ey. Stimme der Magnum ins Auge, du Stricher. Die hat mehr.
Nerven. Mein Fleisch wird einen ewigen Gott gewähren. Heilen, heilen, heilen! So, eigentlich ist es jetzt wirklich Titte. Weil wir eh der Akkord haben. Oh, du sollst doch bloß das Zeug einsammeln. Komm, steh auf, fressen. Nervt sowas von da mit seiner Kacksäure, Mann. Ey, du kannst vor allem nichts machen gegen diese Scheiße, so viel. Komm, friss einfach das goldene Ei jetzt. Warte mal, was ist das hier? Ja, ich lass mein Gesicht drin, alles gut. So, Hunde. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Oh, auch ein Messer schon komplett braucht immer wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Hier oben. Ich garantiere dir, du wirst deine Wenn er die Säure spuckt, muss versuchen, bereuen. Hinter eine Kiste zu kommen und dich da zu schützen. Ja. Besser zu gut vorbereitet. Hab ich recht? Na, wenn du noch was zu erledigen hast. Willkommen. Auf Plaisy muss man übrigens nur in 8 Stunden durchspielen meinst, für die Trophäe. Willkommen. Okay, warum das? Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder.
Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Nehmen wir dann auch einen Raketenwerfer mit, wenn es mir reicht. Wenn der Strich auch mir so dermaßen in den Sack geht. Weil das da so steht, hey. Zeit wieder. So, haben wir noch in der Verwahrung was, was wir mitnehmen können? Nee, ohne wirklich. Schnellzugriff? Sag mal, kann ich eine Oberblendgranaten herstellen? Das da? Hier drauf? Ah ja. Drücke ausweichen und der macht echt, er macht wirklich nichts.
Ah ja. Wirklich drücken, was du willst. Es ist so zum Kotzen. Ich hab genug von deinem Scheiß. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich, innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist, an mir liegt's nicht. Der Gründer. Schubilala, Baby, ich bin ein Star. Ist mein Arsch, du Scheißfotze. So, ihr wollt aber die Sequenz genießen. Das Netze blendet es mal aus, doch oder jetzt. So. Erinnert mich dann, dass man eine goldene mit draufschreibt. Da hast du deine Gnade. Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe.
Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Das war's noch nie. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Jetzt sind wir natürlich durch, wir machen ja keine Zwecke. Wackelmann nicht vergessen. Ja. Endlich nach Hause. Jetzt haben wir den letzten Wackelmann. Nicht geschafft. Wackelmann müssen wir machen, das ist doch geil. Danke. Anstatt die beide mit dem Heli flüchten. Nee, Dicky, lass mal lieber hier chillen. Lululul. Spät. Nee. Von Logik darfst du da nicht ausgehen. So, jetzt müssen wir gucken. Hier muss der Wackelmann sein. Laut unserem guten Brä. Telly. Hä? Zettler zum. Seid ihr in der Halle, wo ein Mädchen. Hier rechts ein Gabelstapler. Schaut durch die Kabine nach Nordwesten und. Ah ja. Da sind sie nicht. Game over für sie. Ah, hier oben. Lies wackelt noch. Gefickt. Gefickt. So. Da haben wir jetzt quasi eine Gold mehr und eine Silber mehr. Egal, alle bekommen. Ja. Dank dir, Teddy. GG's and thanks to you. Ja, bitte. Nicht schlecht, Ada. Stehst du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. Wir werden zwar fast umgebracht, aber nö, lass mal hier bleiben, obwohl eine Exfiltration möglich ist und direkt vor ein Ziel kommt. Ja. Oh, wir sind schon fast im Arsch, Alter, fuck. Das müsste so sein. Alter, ich muss sagen, das war schon im Original für damalige Verhältnisse episch, aber hier so nochmal. Gibt ein Edge-Trophy, wenn man es ohne Unfall durchschafft. Wir beide weiß. Sicher? Hat sich mein Dings-Counter schon wieder aufgegangen? Mein Pulsmesser? Nee. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, der kann doch niemals bei 79 sein.
Ah, man kann den Dings aufhalten, alles klar. So, jetzt wird er nass und übergehen. Vor allem auch das Öl, was hier rumliegt. Was? Glaub schon, hast du auf YouTube gesehen? Okay. Na, ich habe jetzt erstmal im First Run die ganzen Sammeltrophies gemacht. Ach du Scheiße, das zählt ja hier auf die Zeit mit drauf. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht sowieso Spaß hier rumspielen sollen, ja. Das muss ich mich schon mal bei Ende machen. Pass auf, jetzt nehmen wir keinen Schaden, jetzt explodiert die Höhle. Ja, Jetski darf keinen Schaden nehmen. Da werden wir einen Safe Point davon machen. Ist es euer Ernst? Wir sind einmal, haben wir Schaden gekriegt? Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Alarm und Sommer. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben. Na komm, ab nach Hause. Also ich will nicht wissen, was wir von Rang gekriegt haben jetzt. Condor One? Oh. Basis an Condor One, hörst du mich? Ach, die gibt's ja auch noch. Ja, die Sprecherin. Ich dachte, kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Knicki Knacki, ich fahr Jetski. Mit Ashley. Ah, das überspringen wir jetzt, oder? Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Junge, ganz groß Feuerball ist gezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich
Treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Seine Pornobrille. So krass war die Pornobrille da gar nicht. Junge, ganz großen Feuerball, so groß. Wir haben es geschafft, Leute. The First Run, Veteran, ist geschafft. Dass er hier zu romantische Stimmung kriegt. Oh, immer noch Zwischensequenzen ist er aber. Gut gemacht. Kompetenter Agent. Hast du Spieldurchlauf? Oh, sehr nice und nur 108 Tode, das geht auch nur ganz gut. Teddy, besser wie in Callisto-Protokoll. Darf ich dich daran erinnern, Callisto-Protokoll ging, ich glaube, nur 12 Stunden oder was? Müssen wir nochmal gucken. Könnt ihr hier auf dem YouTube-Kanal auch nachgucken. Und da waren wir bei 160 Toten, ich glaube. Polyratan-Maske, ah ja. Flieger-Maske, oh ja. Wenn Sie die Speicherdaten eines aktuellen Spieldurchlaufs Hauptsache laden, können Sie die Daten übernehmen und ein neues Spiel starten. Sie können neue Waffen beim Händler erwerben, aber Sie können nicht den S-Plus-Rang erhalten. Die Fliegerkappe hat Strip Seam Scott. Definitiv. So. Damit, Freunde. Der Spielermodus Profi wird falsch. Sie können dem Spieler, indem Sie eine. Ja, wir haben noch ein paar Profis zu holen. Das meine ich, Teddy. Die Next-Gen-Konsole lädt wahnsinnig schnell. Kappa. Ich will doch nur die Profis sehen. Und ABC wird jetzt sagen, wieso lädt deine PS5 so schnell? Nicht. Ja. Wir haben jetzt, warte mal, nach Rang. Ach ne, oben steht's ja. Eine Gold, 5 Silber. Meine lädt schneller, Lul. Wieso haben wir 5 Silber? Oha. Und 19 Bronze.
Was habe ich dort dastehen? 16. Einfach mal vergessen mitzuzählen. Dann gucken wir jetzt mal nach nicht erhalten, was wir da machen müssen. War da, wenn ich meine Rene gemacht habe? Nee, eigentlich habe ich mich ja immer gekümmert, aber... Ah, wir warten mal ab. Ist erste Revision, Teddy sind so abgebrochen. Ich glaube, du musst deinen Speicher mal wieder leeren. Nee, eigentlich habe ich 2 Terabyte zweite Festplatte und dann den Standardspeicher. Also ich habe auch noch genug Platz. Besiegen Sie einen Garadrungo mit Messern. Erreichen Sie die Spitze des Ohrenturms und den Aufzug auch nur einmal anhält. Bewältigen Sie eine Fahrt mit dem Wasserscooter, ohne dass das Gefährt Schaden nimmt. Waffensammler, erhalten Sie alle Waffen. Schließen Sie die Hauptsache im Mode Standard mit Rang S plus ab. Schließen Sie die Hauptsache im Mode mit Rang S plus. Ah, Veteran. Ich habe 4 Terabytes extra Speicher auf Wirtflex angelehnt, Lul. Ich äußere mich jetzt nicht dazu. Schließen Sie die Hauptstory in 8 Stunden ab. Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne ein heilendes Objekt zu verwenden. Hier übrigens für S Plus Rang Veteran muss man unter 5,5 Stunden spielen. Und darf keine Boni-Waffen verwenden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so ein endliches Messer darfst du verwenden. The Hand Cannon, irgendwie so. Schließen Sie die Hauptstory nur mit Messern und Pistolen ab. Außer kämpfen mit vorgegebenen Waffen. Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne auch nur einmal mit dem Händler zu reden. Schließen Sie alle Spieler auf dem Spielstand mit dem Rang S ab. Zerstören Sie auf dem Schießstand mit einem Schuss 5 Zielscheiben. Eigentlich war ich der Meinung, das habe ich schon mal gemacht. Okay. Du redest zu viel. Werfen Sie Ramon Salah eine Granate in den Mund. Agent und dann schließen Sie die Hauptstory im Modus Profi ab. Ja, Freunde. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze hier auf Platin basiert, schießen Sie Ashley mindestens einmal ins Gesicht, Kappa. Oh ja, das wäre die beste Trophy. Dann müsst ihr hier unten in der Videobeschreibung Twitch rmxgaming.tv einschalten und ja, war dann bei Twitch sehen, wie wir die Platin Trophy ergrinden oder halt nicht. Einiges werde ich offstream machen, ne? Aber sonst zum Großteil ja, geht es auf dem Kanal hier viel um Platin Trophies. Auf YouTube bekommt ihr eigentlich immer die First Runs, sprich für die Story, Sammelsachen und so. Ohne RM wichtig und richtig. Genau, hört auf ABC. Und da könnt ihr euch auf entspannt die Story hier geben auf YouTube. Und wenn ihr es richtig hardcore haben wollt und hier unten mein Pulsmesser mal auf 120, 130, 150 sehen wollt, dann kommt in den Platin Grind hineingeschaut. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, Freunde. Danke an Teddy, der mich durch die Castellans wieder mitgenommen hat. Also der Wackelfiguren. Und immer bei jedem Video, ich glaube, am Starter. Danke an DJ Johnson. Denn natürlich, das ist The First Bro. Ja, wir sind nämlich auch hier Dings Bros. Falls ihr das T-Shirt kennt. Oder wisst, was das bedeutet. Danke an meine Frau. Danke an ABC Boy. Danke an Nick. Ich überlege gerade, wer noch dabei war in den ganzen Videos oder in den meisten Videos. Aber ich denke, das sind die 5 wichtigsten, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 4, 5. Ah ja. Mathe ist wie Yoda Sprache bei mir. Nicht die beste, aber ausreichend. In dem Sinne, Leute. Bis zum nächsten Projekt hier auf dem Kanal. Vermutlich Final Fantasy 7 Crisis Core im Hardcore-Mode. Und das machen wir im First Run direkt Platin. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn, Teddy. Da war ich bestimmt auch gut upraged in den Videos. Und die kriegt ihr natürlich auf dem Kanal auch. Hier geboten. Ist klar. Ja, in dem Sinne, schaltet wieder ein. Lasst gerne ein Abo da.
und unterstützt mich und den Kanal bei dem, was wir hier tun. Peace, peace, euer Amix.